Willkommen zurück zu GTA. Wir haben uns den Cheetah rausgeholt. Den haben wir schon super lange nicht mehr gefahren. Dass der überhaupt noch läuft, ist ein Wunder. Wir fahren mal zur anderen Garage, aber vorher möchte ich was auf der Karte gucken. Das Rollfeld überholen ist neu. Wenn ich mich nicht täusche. Habe ich gerade noch gelesen. Nö. Ich weiß auch nicht, warum man nicht selbst mit dem Editor Rennen machen kann hier, ne? Ganz komisch. Naja. Ab zur anderen Garage. Wir machen ein wenig Platz für ein anderes Auto. LOL. Menschenskinder. Der Wagen ist so alt wie das Let's Play selbst. Ich habe den von seit Anfang an, glaube ich, schon in der Garage. Ich hätte auch mal wieder Lust auf den Lambo. Sowieso, ich muss mich mal von einigen Autos trennen. Richtung Sportwagen sowieso. Dieser Lambo, den will ich gerne mal wieder fahren. Ich meine, der sieht ja auch geil aus. Das wird echt selten momentan. Der fährt ihn noch, glaube ich, sogar gerade, lol. Okay, dann schauen wir mal, was wir aus der Garage schmeißen. Vielleicht auch. Ja, der Z-Type ist klar, nee. Ich denke mal, die Wahl fällt auf einen dieser Wagen hier. Die großen, davon haben wir ja genug. Und ich glaube, es trifft dich. Denn wir haben ja schon die großen und da können nur zwei Leute rein. Das ist eigentlich kein schöner Van. Sieht zwar cool gangstermäßig aus, aber da wäre mir der Burrito schon lieber. Ja, und deswegen fliegst du jetzt raus. Den Dumpster könnten wir eigentlich auch irgendwann mal verkaufen. Den fahren wir auch nie. Der ist total bescheuert irgendwie. Natürlich verkaufen wir die Karre. Wäre ja sonst Geldverschwendung. Der Tuning kostet ja immer so viel. Machen wir ein kleines Plus extra noch für den neuen Wagen. Lol, spawning to hier. Ja, schauen wir uns gleich noch mal ein letztes Mal an, bevor er uns verlässt. Er wurde ja auch, ja, einmal als Kiflormwagen missbraucht. Epsilon. Jo. Der Gangster-Van sagt auf Wiedersehen. Jetzt wie es verkauft. Die ist nach Europa verschifft. Naja. Bringt heute noch 89.000. Boah, wir haben fast 1 Million Bargeld dabei. Ist
Auch nicht so toll. Dann kaufen wir uns den neuen hier mal. Die Krokette Classic. Hardtop oder Cabrio? Ich würde sagen Cabrio. Und Hardtop sieht ein bisschen bescheuert aus. Teuer, 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 der Mühl. Wirklich teuer. Aber naja. So, wir überweisen. Haben wir irgendwo hier einen Bankautomat? Ja, müssen wir wieder Handyüberweisung machen. Peng. Abheben. $100.000 Bargeld. So rennen wir im Real Life ja auch immer alle rum. Das reicht doch für einen Tag. Ach wirklich. Maximal können $2.000 gestohlen werden. Die können die sich gerne in den Arsch schieben. Hier steht ein Foto. Die kann man auch krass aufmotzen. Haben wir auch mal gehabt, ne? Könnte man sich eigentlich wieder in die EFL stopfen. EFL sei schon in die Garage. Aber wir haben keinen Platz. Boah, wie lange dauert es noch, bis der Wagen geliefert wird? Ja, natürlich, ihr räudigen Scheißbullen. Keine Menschenseele, weißt du, die petzen könnte. Ich hasse es einfach. Dieses Spiel ist so unnötig kompliziert wegen den Bullen. Boah, Fresse, ey. Alter, wollen die mich verarschen? Warum? Sind einfach... Warum? Ah, fickt euch einfach. Hä? Boah, jetzt haben wir... Jetzt haben wir auch noch einen Bug hier, verdammt nochmal. Das kann nicht euer Ernst sein. Geh doch weg! Alter! Jetzt auf einmal! Was ist mit diesem verfickten Spiel los? Was war das für ein Bug? Ich konnte gerade gar nichts machen. Also wirklich, ne, also komm Leute, GTA, hier, Entwickler, macht endlich mal euren Job richtig. Ist wirklich... Hey. Ich will mich ja nicht aufregen, aber guckt euch das doch an. Die Bullen kommen für jeden Scheiß. Es gibt nicht viel zu meckern an dem Spiel, aber es sind einfach die Bullen. Die Bullen sind das größte Manko in dem ganzen gammeligen Game. So. Wenn die nicht so asozial kacke wären, wäre das Spiel noch 10-mal geiler als jetzt. Oh, verdammt, 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 ich nochmal und so genäht, was sollen wir noch hier machen? So, die Krokette wird knusprig. Ja. Wow. Sind ja echt unglaublich, die Tuning-Maßnahmen hier.
Naja, sieht ein bisschen verrückt aus. Eis weiß. Ich glaube, wir hauen da so einen Blaustich rein. Ganz zart blauen Stich. What? Der sieht übertrieben aus. Das ist eleganter. Hairpin turns are gonna be F-U-N. F-U-A. Wow. Felgen auswählen ist eine Hölle. Naja, ich verabschiede mich für die Folge. Wie er am Ende aussieht, der Wagen, das erfahren wir in der nächsten. Hoho. Tüdelü tschüss.